Hallo YouTube, hallo Richie. Ja, da sind wir wieder in Morgantown. Hallo Welt, hallo Sarah. Ja, wir sind hier im Pi Kappa Mi Haus. Ja, wo die Studenten es haben krachen lassen. Und wir untersuchen, was die Partygäste getrunken haben. Oh, ein schönes Bild. Musik können wir auch spielen. Ja, die haben hier schön abgerissen. Und der. Oh, echt? Ah ja. Du hast da so eine, wie nennt man das? Auf dem Hocker liegen etwas. Ach hier, Maultrommel. 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 Aber es ist auch eine gleiche Melodie, hm? Ja. Zusammen musizieren. Ja, sehr schön. Die haben es wirklich krachen lassen. Gehen wir erst hoch? Ganz wie du möchtest. Gut, gehen wir erst hoch. Vorsicht, Gule. Ich habe hier Kronkorken, Skalpell und was ist das für eine Flasche? Lukaschein Vintage. Habe ich gefunden. Oh, aha. Und Terminal, Tets Terminal. Du darfst lesen. Willkommen bei Termlink von Robco Industries Trademark. P-House, Ted Dorfman. Willkommen am persönlichen Terminal von Theodore Partylöwe Dorfman. Wenn du das lesen kannst, heißt das, dass du dich auf meinem persönlichen Terminal angemeldet hast. Lass das! Nachrichten? Zeug, das mir Leute geschickt haben. Nicht vergessen, irgendwann mal lesen. Nuker Schein. Ted. Könnten wir bitte die Pläne zum Verlegen des Nukerschein ins P-Haus für deine Party konkretisieren? Louis spricht erst wieder mit mir, wenn ich ein Datum festgesetzt habe und er ist im Besitz als einziger der Formel. Die Formel. Und er besitzt als einziger der die Formel, heißt das richtig? Übrigens, der Witz, den die Pimis über ihn erzählt haben, ist auf uns zurückgefallen. Gar nicht lustig. Sein Nukerschein wird deine Räumungsparty zum Ereignis des Jahres machen. Also keine billigen Späße mehr auf seine Kosten, okay? Judy Lowell, Etapsi. Etapsi, Ortsgruppenleiterin. Okay. Empfehlung. Ted. Es gibt großartige Neuigkeiten. Professor O hat einen Job für mich. Sie meinte, ich würde gut reinpassen. Allerdings werden für die Praktikumsbewerbung zwei Empfehlungen benötigt. Der andere, Charlie, hat mir eine geschrieben und vielleicht bekomme ich ja auch eine von dir. Du hast mir ja mal gesagt, Schreiben wäre nicht deine Stärke. Ich finde aber, dass du das ziemlich gut kannst. Manchmal versuche ich sogar, deinen Stil zu kopieren. Meinst du, du könntest ein paar coole Worte über mich verfassen? Ich wollte dich persönlich fragen, aber du hattest wie immer einen Kater. Das ist krass. Hoffentlich liest du das bald. Dieses Praktikum zu kriegen, würde mir und meiner Mutter viel bedeuten. Danke, Ted. Hoppla! Ich habe meinen Namen vergessen. Oh. Da vergesse ich doch wirklich sowas Wichtiges bei so einer wichtigen Anfrage. Sollte man das reinschreiben? Ich weiß nicht. Nochmal, hoppla, tatsächlich. Ich habe schon wieder meinen Namen vergessen. Ich bin Charlie. Ist dir vielleicht sowieso egal. Ist dir vielleicht sowieso egal. Liest du diese Nachrichten überhaupt, Ted? Bestimmt nicht, aber trotzdem sitze ich hier und tippe sie.
Damit du es weißt, ich habe auch eine Empfehlung für Charlie in deinem Namen geschrieben. Ich bin zu Pi Kappa Mi gegangen, weil ich das Beste aus meiner Studienzeit machen wollte. Und ihr wisst besser als alle anderen, wie man die Puppen tanzen lässt. Nach 4 Abenden hintereinander mit Abstürzen und Ohnmacht ist mir klar geworden, dass ihr auch nichts anderes könnt. Ich bin kein Kind von Traurigkeit, aber die Pi-Mis liegen mir am Herzen. Ich weiß nicht, ob das bei dir anders ist, weil du ein Arsch oder einfach nur dumm, zu dumm dafür bist. Also gehe ich. Ich will nicht mehr egoistisch sein, sondern der Welt etwas Gutes tun. Die Geisteswissenschaften scheinen mir da ein guter Anfang zu sein. Viel Spaß noch beim Feiern. Auf Nimmerwiedersehen. Daily. Das waren ja die Nachrichten. Dann haben wir hier noch monatliche Mitteilungen. Hier zum Beispiel September 2077. Studentenverbindung Pi Kappa Mi. Monatliche Mitteilungen September 2077. Seid gegrüßt, liebe Pi Mi Brüder. Es folgen die monatlichen Neuigkeiten. Erstens. Die sogenannte Leitung der Voltaic-Universität hat einen Haufen vollkommen falscher Anschuldigungen gegen uns erfunden, weil ihnen nicht gefällt, wie heftig wir Party machen. Also, was bedeutet das für euch? Rein gar nichts. Wir werfen ihre Mitteilungen in den Müll und haben bereits einen tollen Plan, wie wir es schaffen können, mit der Uni nichts mehr zu tun haben zu müssen. Rechtlich absolut sicher. Danach gehört uns im Grunde genommen das Pi-Haus. Wie cool ist das denn, bitteschön? Zweitens, wir wissen doch alle, dass die Ad-Pads die totalen Trottel und Versager sind. Aber einige von denen sind gar nicht mal so uncool. Vor allem die gerade diese heiße neue Kneipe in der Nähe des Campus eröffnet haben. Sie wollen mir allerdings erst sagen, Achtung, Bürger. Wo sie ist. Ein Atomschlag steht bevor. Schon wieder? Ja, ja. Bitte verlassen Sie das Gebiet schnellstmöglich. Sie wollen mir allerdings erst sagen, wo sie ist und wie man reinkommt, wenn ihr aufhört, sie schlecht zu behandeln. Ihr alle. Und damit meine ich auch dich, Badger. Es geht um Selbstgebrannten mit Nuka-Cola. Also verbockt es nicht. Drittens, Streich des Monats. Letzten Monat haben wir den Kopf dieser dummen Voltboy-Statue auf dem Campus geklaut. Und das hat das Establishment so richtig gefuchst. Lasst uns diesen Monat mal was Kreatives machen. Wir wollten eigentlich das Ad-Pad-Haus überfallen, aber das ist definitiv abgesagt. Also lasst ein paar Ideen rüberwachsen. Sollten die allerdings was mit Feuer zu tun haben, könnt ihr die diesmal für euch behalten. So viel erstmal für diesen Monat, Pimis. Und nicht vergessen, jeder Tag ist ein Feiertag. Genau mein Reden. Vorschläge zu Statusänderungen haben wir auch noch. Seid gegrüßt, Brüder. Es folgen einige Vorschläge zu Statutenänderungen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir vorher keine Statuten hatten, also möchte ich das jetzt ändern. Pi Kappa Mi. Vorschläge zu Statutenänderungen. Veränderung, römisch 1, Außenstände. Die müssen wir jetzt bezahlen. Ich habe den Deckel für unsere letzten 3 Partys übernommen, was mich ziemlich sauer macht. Änderung, römisch 2, keine Streiche bei anderen Pimis. Es gibt eine Menge Leute, denen wir Streiche spielen können, ohne dass unsere eigenen Mitglieder dran glauben müssen. Außerdem haben wir alle Hände voll damit zu tun, unsere Füchse fertig zu machen. Wir tanzen auf zu vielen Hochzeiten. Änderung römisch 3. Einladungen von Außenstehenden zu offiziellen Pi-Haus-Veranstaltungen. Das ist zwar im Grunde genommen erlaubt, aber es gelten ein paar Grundregeln.
Eierköpfe, Spaßbremsen, Kämmsüchtige, Schnurrer und alte Leute haben keinen Zutritt. Wir machen hier Partys und bieten keine Fahrten nach Spießerhausen an. Änderung Römisch 4. Es wird nicht aufs Dach geklettert. Ich dachte, das wäre eigentlich klar. Aber dank euch Trotteln muss ich das jetzt schriftlich festhalten. Änderung Römisch 5. Noch mehr Sachen aus den Statuten anderer Verbindungen übernehmen. Ich schätze, das ist wohl eher eine Aufgabe als eine Änderung. Wer dafür ist, kommt zu mir und sagt ja. Oder so. Wer dagegen ist, behält es für sich. Okay. Ja, hier wird gefeiert. Tod von oben. Tod von oben, mal eben auf die Karte schauen. Ja, wir sind nicht betroffen, okay. Oh. Ach, ist wieder da unten. Doppelt da unten sofort. Ja, das ist ja mal interessant. Tja. Wäre mal interessant zu gucken, was passiert, wenn da doppelt was runtergeht. Okay. Tod von oben, Quest abgeschlossen. Oh, keine Belohnung dafür. Da oben ist der Gartenzwerg. Was hat er mit dem Gartenzwerg im Bett getrieben, ha? Hier unten mit der Gummipuppe da im Bett. Ja. Er hat es nötig gehabt. Ein Clownsbild. Erinnert mich an S. Hast du das schon gesehen? Ja, das Bild. Oh ja. Ja. So, oben haben wir, glaube ich, alles. Können ja mal jetzt. Ich ziehe auch mal wieder meine Waffe. Nach unten gehen. Hast du hier in der Ecke gesehen? Ich glaube, der hat ihn nicht mehr abbekommen, oder? Was abbekommen? Da in der Ecke, den Eimer. Ja, den lasse ich auch drauf. Oh, Polizeimütze hier, cool. Ach, ein Polizist, der hat hier mitgefeiert. Okay. So. Ich dachte, Polizisten seien nicht erwünscht. Eigentlich nicht, vielleicht haben sie nur die Mütze geklaut. Die Mütze durfte rein. Ah, okay. Stimmt. Ja, dann gehen wir mal in den Keller. Guck mal, hier wurde Bierpingpong gespielt. Kennst du das? Wo? Da, auf dem Tisch. Oben, unten? Oben hier, in der Küche. Küche? Haben die hier eine Küche? Im Sauladen findet man gar nichts hier. Wo ist denn hier oben eine Küche? Also hier, meine ich. So, unten, meinst du? Ah, sagen wir Mitte. Jetzt, wenn ich es mal recht überlege. Bauarbeiter hatten sie auch hier. Also es waren dann auch doch welche da auf dem Tisch. Bierpingpong. Ja. Bierpong, oder? Ja. Wodka. Na okay, gehen wir nach unten? Ja, ich bin schon unten. Und da kommt ein freundlicher. Den hab ich jetzt übergezogen. Aha. Billardtisch. Oh, den Filzzug nehme ich mit. Aha. Was haben wir hier? Geh nicht, das steckt an. Entschuldigung, ja, ach, hast du das gehört? Hat man das gekriegt? War das so laut? Kakalaka. Da fällt mir gerade noch eine Neuerung ein. Du kannst die Radios in der Welt jetzt ausschalten. Hast du da schon mal nachgeguckt und das eingestellt? Sonst können wir das jetzt. Das haben wir schon mal gesagt. Genau, das könnten wir eigentlich mal machen, oder? Hier ist übrigens der Kopf der Statue, die sie geklaut haben. Oh je. Sollen wir das einmal machen? Ja, gerne. Wenn du auf M drückst und dann die Karte öffnest, dann Z drücken unter Menü. Ja, Einstellungen. Ganz genau. Einstellungen, Audio. Voice Chat aus Push to Talk. Unter Chat hast du Radio in der Welt. Und wenn du das nach ganz links, den Regler nach ganz links ziehst, per Drag and Drop. Ja. Dann sollte es aus sein. Okay. Gut, haben wir. So brauchen wir keine Panik mehr vor Radios zu haben in Zukunft. Und rennen wir die bekloppten Radio.
Ja, genau. Was allerdings schade ist, es zerstört die Stimmung natürlich. Ne? Gerade bei Fallout, die Musik ist natürlich großartig. Da hat er wohl hier sein letztes... Oh, was war das? Oh, hab ich mich jetzt... Was ist denn da drin? Hier, die hat übrigens in der... Ja, habe ich gesehen. In der Dusche auch schon ihren Spaß. Ich habe einen Hotdog gefunden. Ja, die hat sich den Topf über den Kopf... Whisky. Natürlich. Hier sitzen auf dem Klo. Flasche. Rauchen. Whisky daneben. Ja. Die hatten ja ein tolles Leben, die Studenten hier. Ja. Sieht krass aus hier, auf jeden Fall. Und hier ist eine Wackelpuppe, Wahrnehmungswackelpuppe. Ah. Willst du sie nehmen? Ich muss nicht unbedingt. Wenn du möchtest. Oh, hier ist ein Holoband auf dem Boden. Wo? Da. Letzte Initiation. Okay, auf drei. Moment, jetzt komme ich. Ja. Wiedergabe. Es sind jetzt schon Stunden, Tage. Tja, wer weiß. Gefangen, hungernd, durstend, weil alle dieses gottverdammte Zeug getrunken haben. Das war unsere letzte Initiation. Für mich und meinen Kumpel Max da drüben. Während der Party sollten wir hier eingesperrt sein. Und das wäre es gewesen. Ein letzter Test. Am Ende gab's Alkohol. Zur Feier des Tages. Sie nannten es Nukeschein. Ich habe das Zeug heimlich weggekippt. Max hier nicht. Erst war alles in Ordnung. Aber dann irgendwann nicht mehr. Dieses Geräusch. Ich werde dieses verdammte Geräusch nie vergessen. Ich kann nicht. Und jetzt? Jetzt sitze ich hier ohne Essen, ohne Wasser, aber mit einer alten, stumpfen Scheißsäge fest. Und mit Max Posey. Mir muss bald was einfallen. Er ist ein cooler Typ, aber langsam bin ich seine Gesellschaft leid. Ja. Erinnert mich an Saw, die Szene. Ja, wollte ich gerade sagen. Also, er rechts hier hat wohl den Nuka-Schein hier hinters Bett gekippt, wie es aussieht, und der links hatte die Säge, oder? Mhm. So ähnlich. Ich nehme mir so einen Clown-Suit mit. Ja, nehmen wir. Jo, und damit sind wir auch schon am Ende der Folge wieder. Mhm. Oh, Hundefutter in der Dose hier im Napf. Tja. Der hat eine du wolltest doch Sonnenbrille. Hier ist eine Polizisten-Sonnenbrille. Ach nee, das war ja wegen dem Event, meintest du hier. Ja, eine Sonnenbrille, aber ich nehme, glaube ich, auch jetzt mal, wenn ich eine Uniform finde, die Polizisten-Uniform mit. Da ist nichts drin. Ja, dann bedanken wir uns fürs Zusehen. Für eure Kommentare und für eure Likes. Lieben Dank dafür. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.